Ja, hallo und herzlich willkommen bei uns auf Skyly Fans & Co. Ich begrüße euch, ich bin Solly und wir wollen heute mal einen Geist Panzerbrecher kreieren. Oh, jetzt habe ich das vergessen, ich wollte Schmetterer sagen. Das will ich doch gar nicht. Entschuldigung. Ja, und zwar packe ich jetzt mal einen Kristall drauf. Willkommen beim Kreationskristall, Portalmeister. Hier kannst du deinen eigenen Imaginator erschaffen. Ja, das will ich auch. Wähle zuerst eine Kampfklasse. Jede Klasse setzt einen einzigartigen Waffentyp ein. Den da will ich haben. Genau. Mit der Riesenkanone. Panzerbrecher-Imaginators nutzen enorm starke Waffen, um gewaltige Zerstörung anzurichten. Bist du bereit, einen Panzerbrecher zu kreieren? Die Wahl einer Kampfklasse ist eine endgültige Entscheidung. Ja, natürlich. Gib her. Ein Panzerbrecher ist geboren. Erwecke deine Fantasie jetzt zum Leben. Aber gerne doch. Okay, dann wollen wir erstmal zum Aussehen. Zum Körper, zum Kopf. Oje. Haben wir aber eine Menge Auswahl. Wir gehen erstmal nach oben. Oh Gott. Nee. Pilz? Nein. Das finde ich süß. Die Farbe müssten wir noch ändern, aber finde ich niedlich. Oder haben wir noch was Besseres? Oh je. Kannst du auch mal lächeln? Und wir haben auch Supi. Begrüßungssequenz eingeleitet. Sei gegrüßt. Was geht's? Nee. Sei gegrüßt. Ich lebe. Nee, ich nehm das hier oben. Wo warst du denn? Wo bist du? Da, dich nehme ich. So. Genau. Ich nehme dich. Augen. Ja, die passen dazu. Die nehme ich. Ohren. Ach du meine Güte. Die sehen ja cool aus. Sind zwar Katzenohren, aber passt irgendwie dazu. Nee. Oh je. Oh oh. Obwohl so eine kleinen Muschelohren. Sieht auch nicht schlecht aus. Nee. Keine Hörner. Puh, die passen auch. Was? Fischmädchenohren? Okay. Nehmen wir die oder die Katzenohren? Ich nehme die Katzenohren. Die sehen gut aus. Die passen dazu. Ja. Nein! Die will ich haben. So. Brust? Ach du meine Güte. Oh oh. Welche Brust nehmen wir denn dafür? Oh. Sieht nicht schlecht aus. Nee. Oh Gott. Welche nehmen wir denn? Heldenbrust? Nee, die hier sah nicht schlecht aus. Oder was meinst du, Schatz? Ich sag dazu nichts weiter. Warum nicht? Du hast mich auch gefragt. Ich darf dich auch fragen. Was? Ja. Selbst erstellt. So. Oh Gott, nein. Obwohl, wenn wir die nehmen, dann haben wir eine schöne Rüstung. Aber nein. Die Werte wissen sich dadurch nicht. Ich weiß, dass die Werte sich dadurch nicht verbessern. Oder verändern.
Sind das nur cool als Rüstung? Mann, das ist so schwer. Obwohl, geil mit Fliege? Ist doch mal was anderes. Ich nehme die. Gute ja. Idee. Sag ich doch, gute Idee. Arme? Ja gut, die passenden Arme jetzt zu finden, das wird sehr schwer. Ja. Warte mal, dreh dich mal ein bisschen. So. Oh. Die müssen ja auch irgendwie zur Kleidung passen. Nein. Oh Gott. Nein. Hexenarm. Gott, nein. Ja? Welche denn? Nee. Och, Manu. Bist gemein. Du hättest eine Idee und sagst sie mir noch nicht mal. Oh, das ist so fies. Leute, was sagt ihr dazu? Ist das fies oder nicht fies? Das ist fies, ne? Ja, geht's nicht. Soweit ich weiß, haben wir das Hexenset. Also hätte ich den Hexenkopf genommen, die Arme und den Hexenbrust. Aber, ja. Nee, ich will ja keine Hexe haben. Nein, ich will keine Hexe haben. Engelsarme. Nee. Gibt's hier keine mit ordentlichem Fell oder irgend sowas? Nee, wir haben noch keine mit Fell. Was ist das doof? Crash-Arme, nein. Königsarme. Froh, das ist. Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, ich nehme das jetzt. So. Beine? Ah, Beine sind ja auch nicht gerade so berauschend. Die haben alle so eine komischen Hosen. Guck die mal von hinten an. Boxerbeine. Ach, nein, keine Armee. Mystische Beine. Okay. Abenteurerbeine. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Wird ja mal schlimmer hier. Gott, oh Gott, oh Gott. Disco-Beine. Okay. Stand zwar Smoking, aber... Oh! Willst du mit ganz vorne steigen oder was? Nee, wenn, dann würde ich... Das sieht doch nicht schlecht aus, so Schatz, oder? Du sagst nein. Stimmt's? Ich kann natürlich nicht sagen.
Doch, du sollst aber was sagen. Ich habe ja andere Vorstellungen auf dem. Ich habe natürlich eine ganz andere Vorstellung als du, deswegen kann ich ja nicht. Nicht so schnell. Arg, meine Beine. Okay. Nee, ich nehme jetzt die Smoking-Beine. Ich nehme die. Ja. Ich hätte zum Beispiel jetzt schon Vogeltypen gemacht. Was? Vogeltypen? Ja. Mit Vogeltypen kann man das schon. Ja, das darfst du dann machen. Was ist das denn? Insektenstrahl? Okay. So, den müssen wir mal von hinten gucken. Hat die Farbe gefallen, gefällt mir da nicht. Die muss ich definitiv noch umändern. Ich nehme meinen Hasenpups hier. Ich nehme den. Das ist der beste Schwanz, der mir gefällt. Der einzige, sagen wir mal so. So, Waffe. Achso, soll ich mal umdrehen? Oh. Das Beste, was man dann auswählen kann. Ja, die sieht doch schön Bumskraft aus. Wir sollten noch ein paar Waffen sammeln. Sie sehen ein bisschen mager hier drin aus. Ich stehe voll hinter dir, Portalmeister. Dankeschön, das ist aber nett von dir. Ausrüstung? Nee, das machen wir erst danach. Das machen wir noch nicht. Wir müssen erstmal noch den ein bisschen hochstufen. Um das Passende dann zu finden. Obwohl, das sieht ja geil aus. Das passt irgendwie. Oder Sherlock Holmes? Oh nein. Ich nehme Sherlock Holmes. Die passen cool. Aber hat 5 Rüstung die hier. Auch. Ich nehme erstmal die. Ach, das ist alles so protzig. Alles viel zu protzig. Kann das nicht etwas schlichter sein? Oh, guck dir mal das Ding an. Am Anfang geht's nicht. Okay, dann nehme ich erstmal die hier. Beinschutz. Tempo wäre nicht schlecht. Nimm ich die. Rucksack? Geht nicht. Geht nicht. Okay. Größe? Ich mach mal ein bisschen größer. Kopf ein bisschen kleiner. Lass mal in der Mitte. Muskeln. Bisschen weniger. Schwanzbreite kann man so lassen. Unterkörper. So. Jetzt sieht er auch perfekt aus, ne? Ja. Das nehmen wir so.
Farbe. Ich würde aber eingehen. War das nicht ausgewählt? Ich habe jetzt die Gesamtfarbe. Ja, aber es gibt was, wo du einzeln auswählen kannst, den Kopf und Oberkörper und... Ich bin hier bei Gesamtfarbe und dann bei Augen. Ja, das... Bei Gesamtfarbe ist nämlich das hier. Und deswegen... Ja. Und das ist das Detailschema. Ja, genau das meinte ich. Das wäre besser. Okay, dann nehmen wir das. Welche Farbe ist das hier? Das ist das. Nee, das ist kräftig. Was ist mit der hier? So orangemäßig. Nee, ich will so ein bräunlichen Ton haben. Gibt's hier keinen hellbraun oder irgend sowas? So wie es aussieht, nicht. Ah, das ist so grünbraun. Dann nehmen wir das. Gott. Die passende Farbe hier dazu zu finden, ist... Nimm mal die gleiche Farbe. Das ist ein Gesamtschema, jetzt mal gucken können, ob du was machst, das weiß. Oh, das passt. Das sieht gut aus zusammen. Ja. Das lassen wir so. Augen. Die lassen wir auch so. Ja, lassen wir so. Ohren. Nimm mal dieses gräuliche hier. Und das muss auch die Farbe haben, damit die passen. Ja. Brust. Ah, jetzt durch die Bazooka sieht man das so schlecht. Was ist das? Bestimmt die Schleife. Ah, die sieht man aber nicht. Was mit die Farbe? Was ist das? Ja. Machen wir die blau oder hier diese Farbe? Ja, das ist wieder zu grell. Oh nee. Die ist dezent. Die nehmen wir. Was ist das? Das ist jetzt diese hier. Das ist die gleiche Farbe. Nee, die machen wir ein Stück heller. Ja, nehmen wir die Farbe.
Und das ist jetzt... Was ist das jetzt hier? Oh, toll, man sieht nichts. Was verändere ich denn jetzt hier? Was ist das? Knöpfe vielleicht? Hä? Knöpfe vielleicht? Nee. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier nehme. Nehmen wir das ja auch. Okay. Arme. Und was? Ach, das sind die Hände. So, nehmen wir die Farbe wieder. Das ist das. Welche Farbe hatte ich denn hier genommen? Hierfür. Das ist das Unterteil. Ja, das war die Farbe. Was ist das? Sind die Dinger da? Ja, schöner Akzent. Nehmen wir das dafür. Und das? Okay, was verändere ich jetzt? An den Arm. Oh, das ist immer so schön, wenn man hier alles sieht und gar nichts. Was verändere ich denn jetzt hier? Was ist denn das für eine Farbe? Ich habe keine Ahnung. Mal die, da kann man nichts falsch machen, wenn ich wieder die gleiche Farbe nehme. Ich habe keine Ahnung, was ich hier verändere. Beine. Ist die Hose. Hä? Welche Farbe? Das ist ja nicht die gleiche Farbe wie oben. Die sieht doch anders aus. Ah, jetzt zeige ich die gleiche Farbe. Und das? Das sind die Schuhe und ein Stück Gürtel. Ja, nehmen wir die Farbe. Passt. Schwanz. Was muss er denn... Die Farbe sein wie der Rest. Kopfbedeckung. Ist das da oben? Das mache ich auch weiß. Wenn, dann muss das ja ungefähr zur Kleidung passen. Ja, die Farbe. So. Meine Güte, gibt es hier viel zu verändern. Nee, die lassen wir. Die sieht gut aus. Muss ich ein bisschen absetzen? Beinschienen. Ist das, was ich jetzt da verändere? Oh Gott. Die Farben sehen ja so komisch aus. Steinmäßig oder irgend sowas? Das soll bestimmt steinmäßig sein.
Machen wir es die gleiche Farbe. So, das war's. Okay. Aura? Nee, Stinky nicht. Nein, Stinky wollen wir nicht. Das finde ich nicht schlecht. Oder wie sieht es hiermit aus? Es regnet. Nein, kein Regen. Stern oder diese hier? Ich nehme die. So, das war's. Erstmal Kräfte. Drücke Viereck, um Raketen mit einem kleinen Radius abzufeuern. Drücke Viereck, um eine große Rakete abzufeuern, die in kleine Bomben explodiert. Okay, die Nummer. Drücke Kreis, um Gegner mit einem Grabsteinangriff zu treffen. Um lachende Schädel auf deine Gegner zu werfen? Lachende Schädel, das hört sich gut an. Da gibt es nur die. Ja, da muss ich erstmal gucken. Kannst du nicht gucken, ich hab die kaufen und kein Geld hast. Achso, die habe ich. Oh, ich habe null. Okay. Heißt die Seelensteinkraft. Okay. So. Platz dafür, Schlaflosigkeit. Ach, der Name fehlt ja noch. Stimmt. Mal sehen, was ich damit anfangen kann. Ja, toll. Der Name fehlt ja noch. Ausgezeichnete Strategieportalmeister. Persönlichkeit? Name. Wie nenne ich dich jetzt bloß? Wie nenne ich dich denn? Das ist jetzt vielleicht nicht gerade sehr originell, aber passt. Schrammler oder was? Nein, Schatz! Aha. Kein Rammler! Nee, ich lasse das so. Sprache und Musikeffekte, das muss ich nicht unbedingt haben. Hört sich gut an. Die Sprache. Das lasse ich so. So. Okay. Ja, ich mache die Kiste auf, Tinkerbell. So. Gib mir mal die Kiste her. Oh, gleich mehrere. Häufig. Oh, Wolfsbrucht. Okay. Neue Arme. Set-Teil gefunden. Da sind meine Fellarme. Neue Beine. Set-Teil gefunden. Nee, die Beine gefallen mir aber nicht. Neue Ohren. Und die Ohren gefallen mir auch nicht. Aber ich habe meine Fellarme gefunden. Ist das cool. Ja. So, ich werde jetzt den mal ein bisschen leveln. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich den noch weiter verbessern tue. Alles klar. Dann bis gleich. Ja, hallo. Und da bin ich wieder. So, ich war mal kurz in der Arena, um Rambo mal ein bisschen aufzuleveln. Ja, ich weiß, es ist nicht gerade. Sag schnell. Der beste Name, aber wo ist die, die ich... Die hier. Nur nach dem Ultimativ haben. Nee, ich glaube, wir haben keine Ultimative. Nee. Da haben wir leider noch keine. Aber die ist schon mal nicht schlecht. Dampfbazooka. Ja, das Problem ist aber, was
können die genau? Das würde. Kann man die nicht ausprobieren? Ja, ist egal, ich stelle nur stärker. Okay, dann nehmen wir die. Ausrüstung. Kopfbedeckung. Ultimative sind ja hier oben. Oh Gott. Oh je. Das passt ja alles gar nicht zu ihm. Eine Hexe. Klar. Jawohl. Nee. Das ist doof. Das sieht alles doof aus. Das sind epische, aber das passt alles nicht. Das ist das Einzige, was passt zu ihm. Boah, die Mütze passt noch. Nee, ich... Ja, aber das soll ja auch... ihm stehen. Ich kann ja nicht irgendwas hier auswählen, nur weil es jetzt 50 Glück oder keine Ahnung was hat. Oh, das ist doch doof. Echt doof. Ich kann ihm ja kein Fossilienstirn aufsetzen. Das okay, dann mal die Weihnachtsmütze. Das ist nur Glück. Ich weiß. Da. Ultimative sind hier oben. Schon wieder eine epische. 36 Rüstung. 40 Rüstung. Okay, die müssen wir auch noch farblich anpassen. Da haben wir auch noch keine Ultimative davon. Nur epische. Was, Ampine, aber keine Ultimative? Nein. Das siehst du auch oben an der Ecke. Links oben in der Ecke ist farblich. Episch ist grün. Ja. Das ist selten lila. Und ultimativ ist gelb. Das ist ja doof. Hat 24 Rüstung. Nimm mal die jetzt. Ich glaube, dann muss ich dann mal alles farblich. Hier haben wir epische. Ach Quatsch, ultimative. Tempo. Vogelbeinschienen. Okay. Nehmen wir die. Machen wir hier einen Flügel dran? Ach, nimm mal das. Hat 25 Angriff. Und noch Rüstung dazu. Ja. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber was soll's. So. Farbe.
Armschienen. Dreh dich mal. So ein bisschen. Bisschen angepasst. Ein bisschen heller. Ja, das machen wir. So. Okay. Schultern. Bisschen heller und dieses Rosa rausnehmen. Ist ja fürchterlich. Wir nehmen Gold. So. Okay. Rucksack. Wollen wir den auch noch verändern? Nö, den lassen wir so. Den lassen wir so. Okay. Die Mütze ist das, ja. Ach so, die Mütze. Wo ist denn die Kopfbedeckung? Ach, da ist die Kopfbedeckung. Ah, warte mal. Das müsste die Bommel. Nee, ist nicht die Bommel. So. Ja. Jetzt. Jetzt passt's. Wie die Faust aufs Auge. Jawohl. Okay. So. Und somit. Also richtig von vorne kannst du dich gar nicht zeigen. Ja, und somit ist Rambo zufälligerweise fertig. Sieht doch nicht schlecht aus, oder? Was meint ihr? Schreibt es doch in die Kommentare, ob ich noch was verbessern sollte oder ihn so lassen kann. Okay. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, sagt eure Solly. Bye.